Hallo, ich bin Ralf von Jodeland. Ich stehe hier auf dem Leiterkongress Sonderbar. Jodeland hat hier drei Workshops zum Thema Schwarzzelte. Vom Jodaufbauer über kleinere Konstruktionen mit Kodebahnen bis hin zum Theorie-Workshop über die Konstruktion von Jodeburge. Ich zeige euch gleich ein paar Einblicke, wie man aus zwei Kode ein Kamel oder ein Dromedar, wie man so schön sagt, bauen kann. Und gebe euch damit einen Einblick in unsere Schwarzzelt-Workshops. Wenn ihr daran auch Interesse habt, kommt das nächste Mal vorbei. Schafft mit uns, hat Spaß gemacht. Und hier seht ihr jetzt nun unsere kleine Kodekonstruktion aus dem zweiten Workshop. Das, wo wir die gleich brauchen, macht Sinn, das einfach ohne zusammenzuknoten, dann haut sie sich ab. Ja, genau. Dann gehen wir Kaffee. Noch nicht, ja. Ah, ihr spielt jetzt mit der Länge von der Schraube, oder? Ja. Aber es. Ja, das ist eigentlich das Nette an so Konstruktionen, die keiner braucht. Man kann ewig dran spielen und basteln. Ja, ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie uns beim Bauen. Und konstruieren und ausprobieren. Ich kann euch nur einladen, nehmt euer Schwarzzeltmaterial, probiert mal das ein oder andere Ungewöhnliche aus. Ihr werdet sehen, es macht einfach Spaß. Das Bauen um des Bauens willens. Also es geht nicht mal darum, dass ich nachher ein Zelt habe, in dem ich drin schlafen kann oder drin feiern kann, sondern einfach nur, dass ich gebaut habe. Und damit einfach auch, man könnte pädagogisch sagen, so ein bisschen Gruppendynamik produziert habe oder einfach nur aus Lust und Laune meiner Experimentierlust stattgegeben habe. Ich freue mich, wenn ihr wieder reinschaut. Ich wünsche euch viel Spaß und vielleicht schaut ihr mal auf jodenland.de. Da gibt es noch die ein oder andere Konstruktion zu sehen.